Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei dnews24tv. Ich bin Uwe Matthias Müller und heiße Sie sehr herzlich in meinem Homeoffice willkommen. Heute bin ich wieder nicht ins dnews24tv-Studio gegangen, sondern versuche durch Einhaltung der Kontaktbeschränkungen keine Gefährdung sowohl meiner Kollegen bei dnews24tv als auch für mich herbeizuführen. Heute möchte ich gerne sprechen mit Frau Dr. Stefanie Robben-Beyer. Sie ist für den Bundesverband Initiative 50plus in Hessen tätig und sie ist auch Mutter und Coach. Das heißt, sie hat ein ganz umfassendes Tätigkeitsspektrum und sie schaut etwas besorgt in die Gegenwart und Zukunft unseres Landes, denn Covid-19 wütet und das führt auch zu gesellschaftlichen Veränderungen. Welche Kollateralschäden sie erwartet oder befürchtet, darüber werde ich gleich mit Frau Dr. Robben-Beyer sprechen. Bevor ich das allerdings tue, machen wir alle zusammen noch mal eine ganz kurze Pause und dann geht's richtig los. Liebe Frau Robben-Beyer, herzlich willkommen bei dnews24tv und natürlich wie immer zum Einstieg die Frage, geht es Ihnen gut? Meine Antwort ist immer die gleiche in den vergangenen Wochen. Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Vielen Dank. Wie sind denn bei Ihnen die Umstände? Die Umstände sind bei uns in Hessen so, dass wir seit dem 18. März alle daheim sind. Ich bin auch mit Absicht wirklich sehr strikt und streng daheim, weil mein Mann gehört zur Risikogruppe. Und ich habe ja noch eine 10-jährige Tochter, die ist auch seit dem 18. März daheim. Wir hatten zwar in der vergangenen Woche eigentlich in Anführungsstrichen das Open-to-go, dass die Grundschule in der 4. Klasse wieder öffnen kann. Und das war auch eine wahnsinnige Motivation, ein Licht am Ende des Tunnels. Und dann kam am Freitagnachmittag das Nein und seitdem haben wir auch nichts wieder gehört. Und Sie kennen mich, ich bin eine fleißige Zeitungleserin und Medienverfolgerin. Ich stelle aber fest, dass das Thema Schulen und sukzessive Öffnung weiterhin negiert wird. Und deswegen sage ich auch mit Absicht den Umständen entsprechend, am Leibe sind wir gesund. Die Seele, habe ich schon den Eindruck, nimmt ein bisschen Schaden, insbesondere auch bei meiner kleinen Tochter. Wir versuchen, das alles gut zu wuppen und ich glaube, wir sind auch ein gutes Team. Nichtsdestotrotz merke ich an ihr, genauso wie an der Korrespondenz mit Klassenkameraden und Klassenkameradinnen, dass das ganz schön an der kleinen Seele nagt, dass sie so wenig sozialisieren können, dass sie einander nicht haben und dass sie alles das, was zu ihrem alten Leben gehört, im Grunde genommen im Moment total strikt meiden müssen. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass Sie Kollateralschäden durch die jetzige Coronavirus-Pandemie befürchten. Was muss ich mir unter dem Begriff Kollateralschaden in dem Zusammenhang vorstellen? Was sind Ihre Sorgen? Ja, vielen Dank, dass Sie das aufgreifen. Ich habe diesen Begriff vor, ich glaube, 2-3 Tagen in irgendeiner der Zeitungen gelesen, die ich so studiere. Und ich bin ja dann auch auf Sie zugekommen, weil ich diesen Begriff schon so schrecklich finde. Wir kennen ihn, glaube ich, aus einem anderen Zusammenhang. Ich glaube, er war sogar mal Unwort des Jahres, wenn ich mich dunkel erinnere, oder zumindest war er avisiert als ein solches. Mein Befinden ist im Moment, dass ich mich sehr sorge, und das verstehe ich persönlich unter diesem zitierten Kollateralschaden, um alles, was neben diesen großen wirtschaftlichen Schäden, neben den großen wirtschaftlichen, ökonomischen Sorgen, die Seelen der Menschen, die Sozialisierungsprozesse der Menschen betrifft. Und wenn ich anfange bei kleinen Menschen in den Kitas, kleinen Menschen in den Grundschulen, aber dann natürlich auch über die größeren Kinder, die Jugendlichen gehe, dann habe ich Sorge, dass wirklich etwas mit den Seelen, und das meine ich nicht sphärisch oder esoterisch, sondern ich meine einfach mit den Gemütszuständen unserer Kinder passiert. Ich bin eine Frau, eine Mutter, die sehr daran glaubt, dass Kinder sozialisieren müssen, die sehr daran glaubt, dass Kinder spielen müssen, voneinander partizipieren müssen, dass sie sich auch ein Stück weit berühren können müssen, dass sie sich austauschen müssen,
Ich bin darüber hinaus jemand, der glaubt, dass der Mensch viel Bewegung braucht, viel frische Luft, viel Freiraum, viel Sparringspartner, um gut zu funktionieren. Und das alles ist ja unseren Kindern im Moment verwehrt. Und ich muss aber leider noch einen oben draufsetzen. Ich mache mir auch Sorgen um Familien, die vielleicht nicht so privilegiert sind wie ich zum Beispiel. Ich wohne am Wald, ich kann aus der Haustür rausgehen und kann einen Waldspaziergang machen. Mein Kind kann aus der Haustür herausgehen und kann auf dem Rasen spielen und auch mit gehörigem Abstand mit dem Nachbarskind. Ich mache mir da Sorgen um Menschen, die in kleinen Wohnungen leben, in großen Wohnbauten, die vielleicht gar nicht gewohnt sind, so eng miteinander umgehen zu müssen und das auch nicht wirklich hinkriegen. Und meine Sorge ist, was passiert mit diesen Menschen im Zusammenleben, was passiert mit den Menschen nachhaltig im Sinne von, wenn sie dann wieder im Sinne von den Kindern in die Schulen kommen, in die Kitas kommen, können sie sich sozialisieren, sind sie, ich kenne diesen Begriff auch nur bei uns aus der Betreuung, aus der Kinderbetreuung, sind sie nach wie vor normalisiert oder gibt es da ganz viele Aspekte aufzuarbeiten? Also im letzten Jahrtausend, als ich noch wesentlich jünger war, habe ich ganz bewusst in einer ganz winzigen Wohnung gelebt, aber mitten in Berlin. Und das funktionierte gut, weil ich am Tag arbeiten war und abends immer ausgegangen bin. Wenn ich mir vorstelle, ich würde heute noch in dieser witzigen Putze leben, dann würde ich ja schon Platz bekommen. Und man muss ja sich immer wieder vor Augen führen, es gibt sehr viele Millionen, ich glaube 6 oder 8 Millionen Single-Haushalte in Deutschland. Es gibt sehr viele Menschen, die haben es eben beschrieben, die in sehr kleinen Wohnungen leben, nicht, weil sie abends immer weggehen wollen und Party machen wollen, sondern weil sie gar nicht das Geld haben, große Wohnungen nicht leisten zu können. Und die sind seit Wochen eingesperrt, dürfen eigentlich nicht raus, auch wenn draußen die Sonne scheint und vortreffliches Wetter ist. Das stelle ich mir schon schwierig vor auf die Dauer. Ja, Sie sprechen darüber hinaus die Singles an, die Menschen, die alleine leben. Das ist natürlich der nächste Aspekt, der mich grämt. Ich bin ein bisschen mehr bei den Kindern und den Familien, weil es einfach auch die Menschen sind, mit denen ich mich umgebe, weil ich noch die kleine Tochter habe. Darüber hinaus gibt es ja noch eine Gruppe von Menschen, die, so denke ich, im Moment sehr Schaden nehmen an ihrer Seele. Lassen Sie mich einfach bei dieser Metapher bleiben. Ich sehe das bei den alten Menschen. Ich habe Bekannte, deren Eltern sogar verstorben sind in diesen Zeiten. Und das ist ein ganz furchtbar einsamer Tod. Und jetzt, wenn ich drüber rede, kriege ich noch Gänsehaut, weil das ja Dinge sind, mit denen wir vorher nie konfrontiert waren. Wir haben ja keine Übung da drin. Wir haben nie eine Vorbereitung gemacht, zum Beispiel eine psychologische Begleitung. Wie gehen wir denn mit solchen Einsamkeitssituationen um? Ich habe selber eine 81-jährige Mutter, die schon viel im Leben durch hat. Sie ist 2-mal verwitwet. Also sie ist schon eine Frau, die auch eine gewisse Resilienz hat. Sie wohnt weit weg. Das heißt, die Situation gibt es eh nicht her, dass wir uns oft sehen. Trotzdem verstärkt dieses Thema momentan noch einmal dieses voneinander entfernt sein. Und ich sehe ja auch, dass sie ein Stück weit isoliert ist, weil sie geht zwar noch bedingt mit Mundschutz und allen Vorkehrungen einkaufen, aber es kommt ja keiner mehr zu ihr. Sie war immer eine Dame, die sehr auf ihr Äußeres geachtet hat. Da kam die Friseurin ins Haus, da kam die Fußpflegerin ins Haus. Und da kann man jetzt sagen, ja, so ein Schnickschnack, das ist ja gar nicht wichtig. Ich denke, auf der anderen Seite ist es aber schon wichtig, weil das auch etwas mit Lebensqualität, mit Würde zu tun hat, mit Freude am Leben und noch da sein wollen. Und alles das fällt ja weg. Und das ist jetzt ein Einzelbeispiel. Wir sehen es ja in den Altersheimen, Seniorenheimen, zuhauf, dass Menschen dort alleine sind. Also das alles fasse ich für mich unter diesem furchtbaren Begriff Kollateralschaden zusammen, den ich aber für mich als Arbeitstitel verwende, weil ja die Sache per se auch so furchtbar ist. Es hat vor einigen Tagen eine Aussage eines Politikers gegeben, der sagte, er würde gar nicht das so richtig finden, was gerade in Deutschland passiert mit dem Lockdown und Ausgangsbeschränkungen. Letztlich wurden da nur alte Leute geschützt, die sowieso zum Teil in ein paar Monaten gestorben sind. Also warum muss man da den großen Aufwand betreiben? Wenn Sie so etwas hören, was macht das mit Ihnen? Ich kann diese Frage nicht mit, das betrifft mich ganz fürchterlich und das finde ich gut oder das finde ich schlecht beantworten. Und das möchte ich auch gar nicht, Herr Müller, weil ich glaube, wir alle sind so überbeeindruckt von den ganzen kontroversen Diskussionen, dass wir gar nicht mehr wissen, was richtig oder falsch ist. Ich glaube, generell darf man sich nie herausnehmen, Aussagen zu treffen, die über irgendeine Gruppe unserer Bevölkerung ein Urteil spricht, im Sinne von,
die sind weniger wert, macht nichts. Lassen Sie mich das bitte so stehen lassen. Was ich in den Wochen, und vielleicht gilt das auch ein bisschen als Antwort, vermehrt versucht habe, auch gerade in Interviews oder in Webinaren oder in Gesprächen am Telefon, auch was meinen Beruf als Coach betrifft, zu tun, versucht habe, ist, den Menschen zu sagen, ich habe auch keine Lösung, ich weiß nicht, was richtig oder falsch ist, ich möchte das auch nicht mehr bewerten, weil ich ja keine Lösung habe, aber ich versuche Ihnen, dir zu sagen, versuche für dich eine kleine Welt in dieser abstrusen, bizarren Welt aufzubauen, die für dich ein Stück weit Heil bedeutet, Heilsein bedeutet. Versuche etwas für dich zu tun, versuche deinen Tag zu strukturieren, versuche für dich zu sorgen, damit du auch weiterhin die Kraft hast, für deine Familie zu sorgen oder nach dieser überstandenen Phase wieder ins Arbeitsleben zurück kannst. Also ich greife nochmal die Metapher von vorher auf. Ich versuche ein Stück weit dafür zu sorgen oder den Menschen Zuspruch zu geben, dass sie an ihrer Seele, so gut es geht, heil bleiben. Und darum merke ich diese Frage, was soll ich zu dieser Aussage, was soll ich darauf antworten? Ich mag das nicht bewerten. Ich finde viele Aussagen im Moment sehr befremdlich, weil sie anmaßend sind. Und davon möchte ich gerne Abstand nehmen, weil ich maße mir im Moment nichts an, weil ich nicht die richtige Lösung habe. Wir haben es eben gesagt, Sie sind im wirklichen Leben auch noch Coach. Greifen dann im Moment die Menschen auf ihre Dienstleistung zurück? Haben die noch den Kopf frei dafür? Also mein Kalender ist total anders heute. Meine gesamten Präsenzcoachings, die oft auch Einzelcoachings sind im Bereich der Führung, sind abgesagt. Die sind abgesagt, respektive verschoben. Aber auch mit dem Verschieben sind die mittelständischen Unternehmer sehr vorsichtig, weil sie nicht wissen, habe ich im September oder im Oktober wieder den Kopf frei. Das ist das eine. Zum anderen größere Veranstaltungen, wie zum Beispiel Teamcoachings oder Workshops mit 10 Leuten oder so, können sie ja gar nicht veranstalten, weil ja auch keine Hotels, keine Seminarräume auf sind. Ich habe auch für meine Person als Coach diesen ethischen Anspruch, ich lasse meine Kunden im Moment erstmal in Ruhe, weil viele kämpfen wirklich ums Überleben. Viele haben Unternehmen, wo jetzt alle rechtlichen Dinge geregelt werden müssen, Kurzarbeit, alle diese Dinge, und die wissen noch gar nicht, wo es hingeht. Was ich aber in meiner Agenda jetzt habe, und darum arbeite ich nach wie vor sehr viel, ich schreibe viel zu diesem Thema, aber auch zu meinen eigenen Themen, um die Zeit zu nutzen. Das hat auch so ein bisschen was mit Überlebensstrategie zu tun. Und was ich schon habe, sind kleinere Coaching-Sitzungen am Telefon, wo es aber mehr um diese zwischenmenschlichen Dinge geht. Wo es mehr darum geht, dass jemand mich anruft und fragt, ich werde bald wahnsinnig, was kann ich tun? Und ich versuche dann mit demjenigen ein bisschen herauszufinden, was könnte ihn durch jeweils einen Tag retten. Und wir teilen auch immer das Leben im Moment in so Tagehäppchen ein, one day at a time. Strukturiere diesen einen Tag, versuch dir ein Highlight zu suchen, versuche dich auf ein Abendessen zu freuen, such dir selber das Licht am Ende des Tunnels immer für diesen einen Tag. Ich mache das, seitdem ich mal von Mandela gelesen habe, dass er gefragt worden ist, wie er diese jahrzehntelange Haft durchgehalten hat. Und zumindest meines Wissens soll er so etwas gesagt haben wie Art 1, er hat nie seine Wärter gehasst, er hat nie Hassgefühle aufkommen lassen. Und was für mich aber noch viel wichtiger ist, er hat immer versucht, jeden Tag aufs Neue zu leben. Und da mache ich im Moment die Erfahrung, weil wir ja eben nicht wissen, wie es weitergeht, wann welche Beschränkung aufgehoben wird, wann was wieder erlaubt sein wird, dass wenn Menschen, wie ich das auch mache, jeden Tag versuchen zu leben und dann schlafen gehen und versuchen, wieder Kraft zu haben, dass sie das auch schaffen, den nächsten Tag wieder gut anzugehen. Das ist so ein bisschen Selbstüberlistung, aber das ist ja erlaubt in diesen Zeiten. Liebe Frau Dr. Rubenmeier, das war ein perfektes Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Gedanken und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bleiben Sie gesund. Sie auch. Auf Wiedersehen.